So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Foundry. Wir sind wieder da und wir wollten diesen Weg hier noch bauen. Genau. Habe ich total verpeilt. Weil wir müssen noch hinten zum Stahl und zu den Rohren wollten wir auch. Und ich glaube, das ist der letzte größere Weg, den wir haben. Ich habe noch 328 von den Teilen. Das könnte genau reichen. Die gehen halt weg wie warme Semmeln, sieht man ja. So, ich hoffe, wir haben nicht irgendwas Wichtiges überbaut mit unseren Routen für später. Man könnte sogar an dem Wegen den Strom irgendwie anschließen. Da hätte man nur eine Versorgungslinie, nicht? Dass man den so drunter hängt. Ah, I have ideas. Maybe we do this some days. Aber aktuell eher nicht. So, hier haben wir jetzt das Problem. Wir kommen nicht genau gerade darauf. Hier wird es auch nochmal spannend. Kommen wir hier runter oder hier hoch? Er rastet halt nicht an der richtigen Stelle ein. Das ist immer in solchen Spielen so ein Problem, nicht? Man kann hier andodgen an der Seite oder die, aber ich will ja in diesem Dreieck andodgen. Warum kann ich das nicht markieren? Ich habe selber meine Engine entwickelt für eine Arbeit und da hatte ich einfach dort Hidden Boxen. Das heißt, so eine Box hatte Hidden Boxen, die man auswählen konnte, sodass man das auswählen konnte. Das ist nicht schwer zu programmieren. Ob ich nun die Seite nehme oder irgendwelche Bounding-Boxen, die ich überschneide, ist jetzt irgendwie, naja. Macht es jetzt aber nicht leichter. Das heißt, wir müssen erst ein Hilfsvehikel bauen, um dann zu gucken, ob wir hier oben ankommen. Aber ich glaube, das würde gehen. Sehr schön. Das heißt, die Seite ist safe. Vehikel löschen. Oh, ganz schön eng hier. Vielleicht machen wir es lieber dahin. Dann komme ich nicht gegen den Kasten gerannt. Ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Okay. Und hier würden wir halt, gut, ich kann das um eins verbreitern. Dann hätten wir gar keine Probleme. Ich meine, da ist das Lager, dann ist eigentlich hier okay, wenn man hier ankommt. So, und wenn wir später hier merken, wir müssen hier weiterlaufen, dann bauen wir uns das dann, würde ich sagen. Einzige Blöde ist das hier, aber vielleicht brauchen wir die Leiter gar nicht mehr dann. Ach so, nach oben. Aber jetzt habe ich hinten erwischt, wartet. Nee, Mann. Oh. Man klickt zweimal hintereinander und der verrutscht und wupp, markiert ganz andere Dinge. Die man gar nicht markieren wollte vielleicht. Ah, hier hinten hatte ich auch noch einen Aufgang. Weil ich am Anfang hier immer runtergefallen bin. Ja, den können wir erstmal lassen. Ich fahre oft genug runter, nicht? Das können wir also durchaus gebrauchen. Stahl. Wir müssen nach da hinten. Bedeutet, ich würde sagen, wir gehen hier ran. Hier mit rüber. Ich wollte auf der Karte navigieren. Und wir müssen aber hier eigentlich ankommen. Also wäre auch die Möglichkeit, vielleicht hier gehen, aber das ist der Hauptstrang da vorne. Nee, ich glaube hier rüber und dann hinten rum ran. Es war ein bisschen länger dann, aber so ist es halt. Auf Output stellen.
Und ja, wir könnten hier schon eins hochgehen. Das würde helfen. Ah, aber wir können auch. So. Wow. Hat er richtig gut markiert. So. Jetzt haben wir es. Es ist nur die Frage, wie weit wir nach vorne müssen. Ah, komme ich von hier noch ran? Na? Jetzt haben wir es. Okay. Ja, Wasser ist auch noch ein bisschen komisch in dem Spiel. Bis hier. So. Und hallo, Dafkin, mit einer 5er-Stream-Serie. Ja, kommt auch ihr auf Twitch, dann könnt ihr eine Stream-Serie haben. Guten Abend. Auf jeden Fall ein fleißiger Stream-Seriensammler. Das fällt auf. Ja, ich würde sagen, wir fangen von hier hinten an, das aufzuziehen. Aber das ist schon mit die härteste Industrie, die wir denn haben, nicht? Diese Bauindustrie. Ich glaube, es war gut, das von zwei Seiten zu machen. Hätte ich das versucht, hier irgendwie seitlich ranzukriegen, das wäre nicht so ordentlich geworden. Hier komme ich immer nicht hoch. Oh, man springt doch einmal so weit. Ich drücke springen, aber er springt manchmal einfach nicht. So. Ups. Nee, wir müssen erstmal so. Und ja, dann hier. Ich gehe ein bisschen. Nee, passt eigentlich, oder? Ich hatte kurz überlegt, ob ich noch einen weiter nach hinten gehe, aber ich glaube. Hier gehen wir eh einen hoch. Na, ja. Okay. Rüber und nicht runterfallen. Wichtig. Dann können wir nämlich durchziehen. Dann laufen die nämlich genau. Dann haben wir hier wie so ein Geländer. Das heißt, wir fallen nicht sofort runter, wenn wir in der Mitte laufen. Das ist ja eigentlich cool. Und wir haben noch 1300 Dinger. Aber wir haben, glaube ich, so ziemlich alles, was irgendwie gebraucht wird, gebaut. So, wo ist der Stahl? Da hinten. Ja. Da kommen wir an. Gut, zumindest für alles, was wir jetzt haben, nicht? Es gibt ja noch neue Sachen dann. Wow, wir haben es genau getroffen. Perfekt. Haben wir hier einen Aufgang am Ende gemacht? Nee, haben wir nämlich nicht. Weil wir hier vielleicht zum Strom rüber wollten. Stimmt. Aber klar, jetzt kann ich überall Aufgänge natürlich vorsehen. Aber andererseits muss ich auch nicht mehr runter.
Wir müssen jetzt da hinten dann einstellen, was hier rauskommen soll. Hier aus den Dingern. Wir können schon mal den Wegpunkt erstellen und sagen, da kommt raus. Wie heißen die Dinger? Baumaterial. Baumaterial. Wir könnten natürlich jetzt hier, ich weiß nicht, ob man die Dinge einfärben könnte, könnte man noch so Farbwege in die eine oder andere Richtung machen, natürlich. Leider, was man nicht bauen kann, was richtig cool wäre, wäre schräg. Also das würde vieles erleichtern, nicht? Ich finde auch, ein Spiel heutzutage sollte auch eher, ja, schräg zulassen. Diese klotzartigen Sachen sind halt nicht mehr 100% zeitgemäß. Strom fehlt. Ja, da hat er recht. Da kommt der Strom lang. Oder da hinten. Ja, dann müssen wir da durch. Das heißt, der Strom... Ah, hier komme ich nicht rum. Wir müssen uns mal, glaube ich, noch ein, nach vorne mindestens eins bauen, weil wir hier die Abgänge brauchen dann. Wir müssen hier irgendwie eine Treppe rüber. Eigentlich bräuchte ich das da hinten ja nicht mehr, oder? Gucken wir. Erstmal den Strom anschließen. Das wird nochmal spaßig genug. Nicht? Da haben wir noch Kabel. Und dann müssen wir mal... Ja, vielleicht gehen wir diesmal von hier ab. Das Problem ist, warte mal, irgendwie kommt man sagen, wenn ich das anders markiere als so, dann nimmt er, jetzt nimmt er immer den. Manchmal nimmt er Stäbe, ich weiß nicht, nach welcher Logik er das macht. Komm irgendwie immer auf C, ich glaube, meine Tastatur steht nicht richtig. Kennt ihr das, wenn eure Tastatur mal so ein paar Zentimeter anders steht? Dann drücke ich immer die falschen Tasten. Wahrscheinlich kennt das keiner außer mir. Ich habe extra schon so eine Unterlage, dass die eigentlich nicht verrutschen sollten. Trotzdem verrutscht es immer mehr. Könnte auch große Dinge inzwischen bauen. Weil ich finde, die kriegt man auch viel zu spät. Und dann lohnt sich es eigentlich auch gar nicht mehr. Und natürlich, die einzige Pflanze, die irgendwo im Weg steht, steht natürlich mir im Weg. Wirklich, verpiss dich, Pflanze. Weg mit dir. Natur, ekelhaft. Keiner braucht Natur. Wenn man zumindest den europäischen Staaten glauben kann, so viel wie sie für Umweltschutz machen, dann brauchen wir keine Natur. Ey. Irgendwie ist er da einfach runter. Hey, der katapultiert sich gerade so ein bisschen. Why do you do that? Okay, da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen wirklich dahin erstmal. Oh. Und dann kommen wir da nicht durch. Okay, wartet. Das ist schlecht. Bedeutet aber Folgendes. Wir müssen hier Platz schaffen.
So, dann haben wir hier eine Stromtrasse. So, es ist angeschlossen. Und ich bin gespannt, die Bauindustrie. Wir wollen bauen. Haben wir alles richtig gemacht? Es wird alles befüllt. Es wird alles befüllt. Es wird alles befüllt. Es wird alles befüllt. Es läuft auf jeden Fall. Und das dauert ein bisschen und dann bin ich gespannt, wenn wir unsere ersten Baumaterialien kriegen. Wie lange braucht der für eins? 90 Sekunden, 1,5 Minuten. Puh. Einmal fertig. Oh, dann kommen wir. Okay, dann kommen wirklich 320 auf einmal raus. Das ist natürlich krass. Okay. Dann wird hier eins nicht reichen. Oh. Aber wenn er gleich fertig ist, dann haben wir hier einen Stau. Ah, habe ich nicht mitgerechnet, dass es so viel verbraucht. Das ist übel. Ja, jetzt staut der sich hier. Okay, so können wir es also nicht machen. Das heißt, wir brauchen hier zwei Ein- und Ausgänge. Ich dachte, das ist halt ein Block, der da dann rauskommt. Einmal. Ja, es ist ja egal. Wir werden hier genau gleich ankommen. Sagen wir mal. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, wir müssen uns hier unbedingt einen Übergang bauen. Sonst drehe ich noch durch. Das reicht ja sogar so. Aber wir könnten auch da anfangen. Und wieder runter. Reicht doch. Sehr gut. Dann haben wir das Problem auch gelöst, dass ich da mal rumhüpfen muss. So.
Er kriegt auf jeden Fall jetzt hier den Aufgang. Jetzt wird es halt spannend, wie wir das hier umgestalten. Bei den kriegen wir nicht hoch. Machen wir es so. Manchmal wünschte ich, hier würde ich hier einfach die Richtung automatisch erkennen. Ich meine, man muss ja doch nur das erste Teil setzen. Warum sollte ich unterwegs eine andere Richtung nehmen? So. Kann nämlich beide gleichzeitig hier raushauen. Anscheinend nicht. Warum nicht? Oh, da passt gar nicht so viel rein. Oh. Okay. Davon mal abgesehen, ist das auch ein Problem. Aber es ist ja auch nur ein Zwischenlager. Aber habe ich auch nicht mit gerechnet. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir mit diesen Baumaterialien zu tun haben. So. Und ran da. Hier wieder hoch. Das ist halt auch nervig, nicht? Man muss hoch, runter, immer wieder wechseln. Wobei es ja nur in eine Richtung geht. Also, ja, hätte man anders lösen können. Ist vom Design her, glaube ich, nicht so komfortabel, wie es 2024 hat sein könnte, sowas. Okay, aber grundsätzlich kommt das Zeug jetzt hier an. Kann aber nur im 25er Stacks hier rein. Muss jetzt aber nur da drüben hin, glaube ich zumindest. Hoffen wir mal, dass es nur dahin muss. Weil wenn es woanders noch hin muss, dann auch wahrscheinlich eher in die Richtung. Wir können hier auf Output stellen. Das dürfte reichen. Und ja. Dann daran. Bin gespannt, was dann passiert. Was dann passiert? Haben die überhaupt Strom hier? Mental verwalten. Okay. Baustellenschotter. Okay. Jetzt kommen 25.000, können wir hier drin lagern. Alles klar. Das heißt, das Pufferlager dahin wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Aber immer noch besser. Ah, und bei ihm fehlt der Strom, kann das sein? Wir haben hier hinten aber Strom ja gelegt, weiß ich noch. Vielleicht können wir von dem einfach weitergehen. Ja. Und, ja, wir können hier bis zur Ecke, oder? Oh, bis zur Ecke. Das war nicht die Ecke.
Aber knapp daneben. Natürlich falle ich jetzt runter. Ich glaube, da vorne komme ich am schnellsten wieder hoch jetzt, oder? Ist da schneller? Ist beides, glaube ich, genau gleich weit weg von der Stelle. Bum, 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 bum. Ja, so ist es halt. Oh, aber sie fliegen los. Sie fliegen da oben. Sie fliegen. Sie bauen. Da. Sie greifen an. Attacke der Aliens. Los, verteidigt uns. Schlagt zurück. Nee. Cool. Ja, dann geht das endlich voran mit diesem Turm. Ist ja klasse. Wow. Und dann, ja, irgendwann wird er vielleicht mal fertig und dann können wir zur Raumstation hochtelefonieren. Wie E.T. Okay, ich dachte, ich muss noch Strom anschließen. Aber geht anscheinend auch so. Okay. Jetzt ist die Frage, könnte ich auch von da oben... Da noch ran? Ja. Ah, der ist auch noch nicht gebaut. Okay, die Frage ist, ab wie viel Dingern kann er dann nicht mehr ran? Das geht schon nicht mehr. Eins weiter vorne. Geht auch nicht. Mann. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Okay, ich hatte das Richtige schon getroffen. Oh, durch Zufall. Oder Erfahrung. Man weiß es nicht. So, und dann können wir später hier ran, wenn es gebaut ist. Ich weiß halt nicht, wie viel die verbrauchen dafür. Ob die in 100er fliegen? Jetzt sind 100 drin, 106, 111. Ab 150? Fliegen die ab 150? Ja, 150, 160. Alles klar. Jetzt haben wir natürlich hier noch ein bisschen Vorrat, aber dann wird das schnell ausgehen, weil wir natürlich 1,5 Minuten brauchen, um es nachzuproduzieren. 400 sind hier drin. Und das Spannende ist, wie viel sind hier drin? 300. Noch 192. 17, der ist leer. 300, alles klar. Aber noch haben wir Puffer. Gut, dass wir vorproduziert haben. Ich könnte natürlich auch doppelt da rangehen, dann würde der mehr reinkriegen, doppelt so viel. Aber ich glaube, dann würden wir eher Probleme mit der Produktion kriegen. Also man kann es drehen, wie man will. Entweder so oder so. Und ich glaube, sehen, ob ich Erfolg habe oder wie weit das ist, kann ich nur, wenn ich laufe mit diesem Pad, nicht, was wir abgelegt haben. Aber da haben wir uns ja den Weg gebaut. Das ist auf jeden Fall super entspannt. Ich bin noch mal gespannt, was das bedeutet für die Ressourcen. Die werden ja jetzt richtig weggenutzt. Das wurden sie ja jetzt lange nicht. Ob wir dann überhaupt noch genug haben? Auf lange Sicht. Ich glaube nämlich nicht. Aber wir können mal... Ich nutze jetzt trotzdem den Weg nicht, weil er halt einfach schneller ist. Aber das Risiko ist größer.
meine, die haben hier auch vorproduziert. Gut, dadurch, dass er 90 Sekunden braucht, haben die anderen wahrscheinlich immer genug nachproduziert. Einerseits ist es gut, dass die Wege so oben drüber sind. Andererseits ist es nervig, dass die Wege oben drüber sind, nicht? Dadurch muss man so weit drumherum laufen. Und deswegen nutze ich sie nicht. Na, jetzt läuft es langsam leer. Der Vorrat. Und wir gucken. Gebäudestatus im Bau. Die Hälfte haben wir schon. Okay. Und was war hier? Einkaufslager. Und das war das Verkaufslager. Achso, ich kann nur die Drohnen verkaufen, nicht? Das heißt, wir müssen noch die Drohnen herstellen. Das war's. Um dann in die nächste Stufe zu kommen. Und die Baudrohnen brauchten was? Die waren auch ziemlich aufwendig. Wartungsdrohne. Fortgeschrittene Maschinenteile. Elektronische Komponenten. Leiterplatten. Energiezellen. Okay, Leiterplatten und Energiezellen kommen hier. Kommen hier an. Da können wir also hier abgehen mit Energiezellen und Leiterplatten. Da vorne kommen elektronische Maschinenteile an. Energiezellen, Leiterplatten, elektronische Teile. Fortgeschrittene Maschinenteile kommen von da. Das heißt, hier können wir die Drohnen aufbauen und da direkt reinliefern lassen. Das ist ja super. Das passt wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Nee, wir machen es anders. In was werden die hergestellt? Auch im Fertiger. Wir gehen einfach hier von der Höhe auch ab. Ja, und gehen hier einfach runter, würde ich sagen, so am Rand. Da geht's noch ein bisschen nach vorne. Ne, da geht's direkt runter. Oh, dann geht's hier auch direkt runter. So, Höhe 136 wären wir, also hier. Hoffe ich zumindest. Nee, das ist zu hoch. Oh Mann. F. Shift F. Ich bin auch so... Es ist so warm hier drin. Meine Hände sind so nass. Ich rutsche halt die ganze Zeit auch auf der Tastatur und die Tastatur hin und her. Obwohl ich halt diese Unterlage habe. Es ist echt... Ich glaube, die Unterlage ist auch eher ein Hindernis. So. Das war 38. Hier sind wir auf 37. Dann wäre das doch aber jetzt 36. 37, hä? Wenn hier schon 37 ist, wie kann denn das auf 37 sein? Okay, wartet mal. Warum haben wir eigentlich hier keinen Weg runter? Was
eine gute Frage. Können wir auf jeden Fall mal machen. Ich meine, ich hab... Wow. Wow. Gut Spiel. Ja, genau das ist das, was ich machen will. So. Aber wenn irgendwann Spiele so ein bisschen mehr mitdenken, dann wäre das schon geil. Weil man denkt schon manchmal gar nicht mehr drüber nach, was man macht. Man drückt und in dem Moment rutscht es hin. Das kriegt man einfach nicht mit. Dafür, denke ich, ist AI irgendwann gut, solche Sachen ein bisschen zu verfeinern, dass man da nicht ständig die Probleme hat. So, ich wollte gucken. Wir stehen auf 136. Okay. Das heißt, wir müssen auch hier auf 136 stehen. Jetzt stehen wir auf 136. Alles klar. Sehr gut. Und ja. Machen wir die so erstmal. Oh. Bis uns was anderes einfällt. Erstmal so. Und die Baudrum brauchen nur 4 Sachen. 4 Sachen sind aber auch schon viel. Könnte man aber noch über eine Seite regeln. Ja, können wir über eine Seite regeln. Brauchen wir nur nach vorne genug Platz. Und ich würde auch sagen, 4 Dinger nur. Muss reichen. Haben wir denn noch fertiger? Ich glaube nicht. Dann stelle ich mal 4 schon mal her. Ich meine, der Turm müsste ja gleich fertig werden. Können wir auch da kurz gucken gehen. Da wäre ich schon gern dabei. Und ich meine, nur für den Turm habe ich jetzt Baumaterial gebaut? Oder gibt es noch andere modulare Gebäude? Ich frage mich zum Beispiel, warum das kein modulares Gebäude ist, was erst gebaut werden muss. Wäre halt auch irgendwie cooler. So, 4228 erst drin. Okay. Dauert also noch ein klein bisschen. Wir brauchen hier hinten auch einen Weg rüber, oder? Vielleicht auf der Höhe. Ich meine, da hinten ist einer. Ja, nicht? Oder dazwischen halt, hatten wir vorhin gedacht. Vielleicht hier zwischen. War das ziemlich dicht zu dem. Dann komme ich auf die andere Plattform. Hier komme ich an der Plattform an. Ja, das ist blöd. Aber wir können hier oben drüber. Vielleicht so. Okay, wir haben nicht genug Platten. Wir sind aber gerade noch in der Nähe der Platten. Okay, auf jeden Fall stellen wir von denen genug her. Bisher. Da gibt es noch keine Probleme. Geländer einzeln, da. Okay. Wir sollten nicht so weit weggehen. Der ist gleich entweder fertig oder die erste Bauphase ist abgeschlossen. Das weiß ich nicht so genau. Na? Reichen. Ja, 82 dürften noch reichen. Aber ganz knapp. Hätte ich nicht gedacht.
Oh, das geht echt fast auf null runter. Die haben dann nur eine Handvoll übrig. Aber das ist gut. Ich glaube, das ist gut von dem Wegen her. Jetzt können wir da hinten rüber, dann können wir hier rüber und wir können da hinten rüber. Die Abstände von den Querwegen ist gut. So. ...5076. Das letzte Bauschiff müsste sein, was da anfliegt. Bin gespannt. Und vielleicht haben wir dann einen riesen, schönen, großen Turm. Jetzt müsste eigentlich alles da sein. Ich glaube, jetzt wird er konstruiert, oder? Innen drin noch. Baufortschritt 0. Ach, die haben jetzt echt erst die Materialien hingeliefert. Und wie wird jetzt gebaut? Na, stell es jetzt aktiv. Passiert da irgendwas? Baumaterial ist da. Bauschiff-Docks 0. Freie Bauschiff-Docks werden zugewiesen, sobald Material angeliefert wird. Ja, Material ist angewiesen. Baustelle ist aktiv. Das ist auch nur Drohnenstatus, nicht Bauschiff. Sag mal, muss ich noch Bauschiffe bauen? Raumstation, Einkauflager, haben wir. Verkaufslager, haben wir. Baulager, haben wir. Bauschiff-Dock. Transport. Wir haben kein Bauschiff-Dock. Weil da die 20 Wartungsdrohnen fehlen. Okay. Das heißt, wir haben die Materialien angeliefert. Es könnte gebaut werden, wir haben nur keine Baudrohnen. Yo. Na, Clou. Ah, schön. Wenn die Sonne aufgeht, dann erkennt man wenigstens ein paar Sachen. Aber wir haben ja alles vorgesehen für die Baudrohnen. Auf jeden Fall mehr Platz lassen. Und jetzt, okay, eine gute Frage ist, von wo kommen die ganzen Materialien? Also ein paar, zwei kommen von hier. Für die Drohnen. Energiezellen, Leiterplatten, die kommen von da. Das andere kommt dann von da und das andere kommt von da vorne. Ich könnte es aber hier rumführen, dann kommen beide von hier. Ja, dann ist okay. Ich habe nicht überlegt, ob es sinnvoll ist, dass wir die hier so hinstellen oder ob wir die lieber so hinstellen, aber dann müssten die einmal rum und die auch. Das macht ja keinen Sinn. Okay, aber wir lassen genug Platz nach vorne und zur Seite. Da haben wir Ruhe. Machen wir immer drei Abstand. Könnte zu eng sein. Gucken wir mal. Oh, wartet. Nee, nee, nee. Ja, ja, sonst riech ich durch. Lassen vier Abstand. Oder zwei. Könnten wir den zwei lassen? Nee, 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 nee. Wir lassen vier. Das ist gut. Weil wir ja vier Dinger rankriegen müssen.
Ich hoffe, das reicht vom Abstand. Gut, es sind ja nur zwei. Naja, das geht schon, das geht schon. Und hier weiß ich nicht, wo wir ran müssen. Vielleicht hier. Weil dann können wir nämlich in die Mitte. Und da hinten nach oben. Achso, da brauche ich ja gar nicht. Ups. Quatsch. Genau, und hier kann ich dann nämlich... Wir müssen nämlich hier hoch wieder. Und hier auch. Und wir haben keine Hochdinger mehr. Gut, ich würde aber sagen, wir bauen das in der nächsten Folge fertig.